Mein Name ist Gucki Hofbauer. Ich bin Kabarettistin und Single. Ich war letztens als Gast privat auf einer Hochzeit und da haben sie mich gesetzt am Singletisch. Sie wissen schon, dass die Wahrscheinlichkeit mit über 30 den Richtigen zu finden geringer ist, als die vom Blitz getroffen zu werden. Das war total nett. Ich bin dann gesessen neben so einem kleinen, blond gelockten Mädchen. Und das war ihre erste Frage. Wo ist denn dein Freund? Ich habe seit damals jetzt auf Hochzeiten auch immer ein kleines Notfallprogramm mit. So ein Endorphin-Notfallprogramm. Wenn vielleicht einfach mal alle Singles aufstehen. Nicht schüchtern sein, einfach mal. Das heißt, ihr drei, wir werden jetzt einfach eine Runde Herzblatt spielen. Können wir sie niedersetzen? Ja, du wirst nicht mein Herzblatt werden. Ich lebe bei meiner Mutter. Das ist schön. Das ist toll. Also. Waage ist gut. Waage ist ja, gut. Mit Wieder in Kombination. Oh, das sind die ausgeglichenen Wieders. Na, schauen wir mal, wie ausgeglichen du nachher sein wirst. Genau. Aber. Schauen wir mal. Bei, okay. 33 und Jungfrau. Der ist dann zu seinem Papa gerannt. Papa, Papa, warum hast du die Mami eigentlich geheiratet? Und was sagt der Vater drauf? Schatz, der Kleine versteht's auch nicht. Was sich liebt, das schweigt miteinander. Wie der Pfarrer gefragt hat, wollen Sie die anwesende Dame heiraten? Und was hast du darauf gesagt? Ich weiß nicht, da müssen Sie die Chefin fragen, die entscheidet. Verheiratete Frau bist ihr Leben lang damit beschäftigt, den Mann zu dem zu machen, was er vor der Heirat vorgegeben hat zum Sein. Aber weißt, für einen Mann ist es oft einfacher, für eine Frau zu sterben, als mit ihr alt zu werden. Und bitte red, so für du willst. Ja, bitte red.